So, dann wollen wir mal Sachen kaputt machen. Hm? Ist es gerade erst Tag geworden? Ich glaube, am Ende der letzten Folge war es noch so ein bisschen dunkel gewesen. Ich gehe einfach mal hier durch. Zip. Am Wasser lang. Wäre schneller, ne? Ja, gucken wir mal kurz. Aber ich glaube nicht so wirklich, dass das was wird. Habe ich überhaupt noch Kapseln? Ja, habe ich. Mach mal hier so einen kleinen Weg durch. Danke. Absolut keinen Respekt mehr vor Bäumen, seitdem ich das weiß, wie viel die wirklich bringen. Das ist beängstigend. So, die Basis da ist zu doof wegen den blauen und den roten großen. Was mit der Basis da? Hat auch mehrere blaue. Silber haben wir hier. Was ist das da? Tungsten. Ah, Tungsten brauchen wir, oder? Wie viel ist da drin? 800 noch was. Ja, ich kann mal so ein bisschen mitnehmen, aber, ne? Dann sollten wir uns was anderes einfallen lassen. Was ist das da? Auch Tungsten. Gold, Tungsten, noch mehr Tungsten. Nordwestlich vom See ist eine Menge Tungsten. Ich hätte gerne so eine Markierung auf der Karte, das wäre echt irre praktisch. Oh, und hier ist nur Kleinkram. Das ist, ja, das ist jetzt schon gewonnen, das Ding. Ja. Selbst wenn jetzt noch irgendwas Gefährliches spawnt, was anscheinend nicht mehr der Fall ist. Doch, was bist du? Medium Splitter. Ah, Kinderkram. Na, das ist schon besser. Big Splitter. Und ich nehme das. Und ich nehme das. Und Kristalle sind hier und Blei. Hatte ich vor kurzem mal wieder Blei abgebaut. Also ich glaube, wir brauchten 150 Platten oder so für die MK2-Rüstung. Das ist schon ordentlich. Also nehme ich jetzt immer, wenn ich so einen Haufen sehe, ein bisschen was mit. Auch wenn wir unten in der Basis ja auch selber Blei haben, ne? Ja, 80 Stück ist schon mal ein guter Anfang. So, ich wollte obenrum weiter. Was ist mit der Basis da? Oh, Tin. Viel Tin und viel Blei. Oh, ja, es ist so eine Mini. Oh, es sind viele Spawner, aber ich sehe keine großen Viecher. Gucken wir mal. Sofort tauchen die großen Viecher auf. Ne? Komm, lass uns wenigstens den einen Spawner hier töten. Schilder regenerieren schneller, als sie mir Schaden machen. Das ist schon mal sehr gut. Das da ist nicht gut. Na, 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 na. Okay, weg. Weg, 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 weg. Nicht gut, das waren echt zu viele. Also ich habe mich davon überrumpeln lassen, dass es halt nur die Kleinen am Anfang waren. Aber wenn man zu lange braucht, dann kommen halt die Großen raus. Jetzt verballere ich eine ganze Menge Munition und schaffe eigentlich gar nichts. Und die respawnen einfach, sobald sie tot sind. Aber lässt sich nicht ändern, ich muss sie töten, sonst verfolgen die mich ewig. Oh. Kann es sein, dass ich mit der Schrotflinte eine größere Reichweite habe als die Spucker? Sehr komisch. Und es war laut. Leichen? Ich könnte mal die Leichen mitnehmen. Für so ein bisschen Chitin. Also einfach F gedrückt halten, die ein bisschen rumlaufen. Ich hoffe mal, ich sammle die richtigen ein. So, Winter. Ja, Berserkerleichen. Die Berserkerleichen, bringen die jetzt Edelsteine? Ja, bringen sie.
Okay, das heißt, wir müssen auch die Fabriken alle wieder aufbauen. Big Barter bringt Chitin und Knochen. Wofür sind Knochen jetzt da? Charcoal habe ich nämlich nicht gesehen. Das konnte man früher aus denen machen. Barter Queen macht immer noch die Eier. Elder macht die blauen. King macht die grünen. Ja, okay. Oh, was war das da? Charcoal. Ach, Charcoal gibt es immer noch. Okay. Also wir können später wieder Knochen umwandeln zu Brennmaterial, um ein wenig die Fuelblock-Produktion zu entlasten. Momentan nicht wirklich ein Problem, aber könnte halt später ein Problem werden. So, ich sehe, die Basis hier hat 4 Spawner. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen viel. Das da sieht besser aus. Ich sehe aber fast gar nichts. Also laufe ich jetzt mal mittig durch die beiden Basen durch und hoffe, ich aggro nichts. Da unten sehe ich Gewusel, da oben sehe ich Gewusel. Aber nichts kommt in meine Richtung. Und wird schon wieder heller? Scheint so. Ja. Okay. Das ist sehr gut. Ein Spawner und 6 Big Biter? Was? Sehr interessant. Da unten ist wieder nur Kleinkram, aber sobald ich da zu lange rumschieße, kommen die Großen. Da sind nur 2 Spawner. Das sieht sehr gut aus. Mach das mal kaputt. Vielleicht könnte der erste Big Spider kommen. Nö. Da ist er. Den hätte ich auch gar nicht slowen müssen. Das war Ressourcenverschwendung. Ja, was soll's. Allzu lange werde ich hier draußen eh nicht mehr rumtouren. Weil die Munition bald alle ist. Es war schon recht viel Munition, ne? So. Die bringen leider nicht so viele Artefakte. Oh Gott. Okay. Weg, 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 weg. Zu groß, definitiv zu groß. Können wir noch ein bisschen Munition herstellen? Ja, mach mal. So. Da unten könnte ich eventuell einen Spawner zerstören. Normalen Spawner. Denn respawn primär nur die Spucke und die Spucke, damit komme ich klar. Also selbst die großen Spucker machen nicht so viel Schaden, beziehungsweise sie sterben schnell genug, dass sie nicht dazu kommen, genug Schaden zu machen. Und vielleicht finden wir noch ein einfacheres Ziel. Das da zum Beispiel sieht einfach aus. Ist aber recht nah dran an der anderen Basis. Die aber auch nicht so garstig. Ich hoffe mal das Beste. Nur verlaufe ich halt schreiend weg. Max Range zur anderen Basis. Jo, Akku nicht, sehr gut. Nom nom. Oh, Forschung fertig. Ja, mach hier die Grünen auf 3, genau. Zwei Biter, eins Bitter. Sollte auch gehen. Oh. Okay, erstmal verlangsame ich die alle und dann drehe ich ein paar Kreise. Schieß. Werden langsam ein paar viele Tasten, die ich drücken muss. Ja, lauf, 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 lauf. So,
Kannst die Reste töten, ohne eine andere Art Basis zu aktivieren, damit hier scheint keiner in der Nähe zu sein. Und hoffen, dass die Munition reicht. Und ich habe nur noch 3 von den Kapseln, sehe ich gerade. Aber es sollte reichen. Der Effekt hält ja doch ziemlich, ziemlich lange. Oh. Ich erwische fast alle mit einem. Ja, das reicht auf jeden Fall. Vorbeigehen, ins Bitter erschossen. Sehr stylisch. Komm schon. Boah, alter Schwede. So. Spitter-Basen haben definitiv viel, viel mehr. Ja, damit. So, 6 Magazine. Das reicht jetzt vielleicht noch für eine Einer- oder Zweier-Basis. Wenn überhaupt. Sollte ich also eigentlich lassen. Es wird wieder dunkel. Das heißt, ich gehe noch kurz hier nach oben, suche nach einem ganz kleinen Ziel und wenn nicht, dann decke ich halt noch ein bisschen die Karte auf, um zu gucken, wo ich später eventuell Außenposten hinpacke und so. Das ist doch mal sehr verlockend. Ein Einzelner. Du kannst mich ruhig beißen, ich regeneriere schneller, als du mir Schaden machst. Ja, und nochmal eben 7 Alien-Artefakte, also 70 lila Science-Packs. Schön, schön. Ich hätte noch mehr Stahl mitnehmen sollen und Kupfer. Dass ich die ganze Zeit unterwegs auch Munition produziere. Aber ich hätte ehrlich gesagt echt nicht gedacht, dass es so gut läuft. Irgendwie wäre ich davon ausgegangen, dass jetzt schon der erste König auftaucht und mir das Leben versaut. Weil das wäre richtig garstig, wenn jetzt 2, 3 Könige plötzlich spawnen und mir hinterherlaufen und die laufen mir halt ewig hinterher, bis ich zur Basis komme und dann zerlegen die ganze Basis. Und ich habe nicht genug Munition, um die down zu bekommen. Das wäre so meine Befürchtung gewesen. Die Mauer hier müssen wir noch gucken. Das Ding, also die ganze Ostseite müssen wir auch mal an das Muster anpassen, die Mauer. Und auch anfangen, hier Türme zu bauen. Aber bisher scheint die Taktik aufzugehen. Also die Taktik, richtig schön viel Land in Anspruch zu nehmen, damit die gegnerischen Basen gar nicht erst dazu kommen zu schnüffeln und wir dadurch nicht durchgehend Angriffe haben. Das geht ziemlich gut auf. Aber es ist tierisch viel Arbeit. Das merkt ihr ja mit dem Musterlegen, mit dem Mauermusterlegen und. Es braucht ziemlich viel Vorbereitung, ziemlich viel Pflege und tierisch viel Ressourcen. Aber im Gegenzug haben wir auch mehr Ressourcen. Also an Masse. Nicht unbedingt als Ressourcen pro Sekunde, weil das wieder zu viel Smog wäre. Aber an Masse haben wir genug Ressourcen, um das Ganze auch zu bewerkstelligen. So, ist hier alles okay? Nein, da unten sind die ersten wieder ohne Feudlocks. Achso, und vielen Dank an den Kommentar mit dem Steuerung Linksklick auf Gebäude. Das habe ich mehrfach schon genutzt. Es gibt da aber so einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es so gewollt ist. Wenn man Steuerung Linksklick macht, füllt sich normalerweise der Stack in dem Container. Also der da. Hat man allerdings meinetwegen nur noch 2 Flugblocks auf der Hand und macht dann rechts der Steuerung Linksklick auf so ein Ding, dann füllt man ihn nicht bis zum Max des Stacks in dem Container hier, sondern man tut erstmal die 2 rein, damit der angebrochene Stack auf dem Cursor weg ist. Das heißt, man muss immer 2-mal Linksklick machen, um sicherzustellen, dass er auch wirklich voll ist. Also danke nochmal dafür. So. Genau, muss ich auch wieder 2-mal. Einmal für den das Füllen, fürs Erdfüllen, dann für den restlichen. So, du bekommst mal mein Blei. Munition haben wir jetzt schon wieder 83 Magazine, das ist super. Roboter haben wir sehr viel mehr, als wir brauchen. Das heißt, ich könnte Skyner wieder umstellen. Wobei, ich könnte Skyner jetzt mal richtig umstellen, ne? Hör mal auf, die da zu bauen und baue stattdessen die da. Brauchst du irgendwas anderes? Brauchst grüne Chips. Okay, dann hab bitte hier immer beides vorrätig. Sowohl grüne als auch rote. Damit wir davon ein paar haben, damit die Arbeiten hier im Westen besser gehen. Was sagt Strom? Strom ist echt nicht gut.
Strom ist echt, echt nicht gut. Stein. Ja, darum muss ich mich kümmern. Ich sollte eigentlich so ganz viel anderes Zeug noch eingeliefert bekommen. Unter anderem Stahl, ja. So, du da unten. Du bist gar nicht im Einzugsgebiet, ne? Ja, Mist. Oder? Doch, klar, wir haben das auch erweitert. Okay, du bist jetzt auch im Einzugsgebiet. Das heißt, du bekommst unten eine Kiste, oben eine Kiste. Rein, raus. Hatte ich das nicht schon gemacht? Ich will jetzt Resin herstellen automatisch. Das muss ich mit dem intelligenten Ärmchen machen. Wieder oben auch, ja. Das heißt, intelligente Ärmchen haben wir keine, weil wir die alle verbraucht haben für die Science Packs. Bau bitte ein intelligentes Ärmchen.